Leute und herzlich willkommen zu The Sims 2 Haustiere Fun Kollektion Let's Play. Ja, lange hat es gedauert, bis ich das Spiel aufnehmen konnte jetzt und bis ich überhaupt wieder was mit YouTube jetzt machen wollte, konnte, keine Ahnung. Ich hatte sowohl keine Lust als auch keine Zeit und jetzt habe ich wieder Lust und auch mehr oder weniger Zeit, was zu machen. Und ich hatte ja vor Monaten schon ein Sims 2 Let's Play angekündigt. Bei Dank des EA-Kundensupports konnte ich mir die Ultimate Collection mit allen Erweiterungspacks, allen Accessoire-Packs holen, wie zum Beispiel die Sims 2 Windgarten-Accessoires, die Sims 2 H&M Fashion-Accessoires, die Sims 2 Weihnachts-Packs, Gedöns, Dickerbums und ja, ich habe mir auch noch einige, ich habe da wirklich Skin-Internetseiten gesucht. Ich habe mir auch einige Downloads installiert, unter anderem ein paar Wagen, also Autos, Computer, Apple-Zubehör. Ich habe normalerweise auch einen Apple Store installiert, aber wird irgendwie momentan nicht angezeigt. Da muss ich mal gucken, dass ich den wieder installiert kriege, weil dann können wir auch unseren eigenen Apple Shop eröffnen und uns als Geschäftsführer. Ja, also im Sims 2 Let's Play hatte ich mir das folgendermaßen überlegt. Das Sims 2 ja der Vorgänger von Sims 3 ist. Und wir ja in die Sims 3 unsere WG haben, dann habe ich mir überlegt, mich, Dana und unsere Freunde zu erstellen, allerdings als einzelne Person, sprich Dana einzeln, mich einzeln, also einzelne Studenten. Ja, also das habe ich mir halt überlegt. Wir ziehen alle in das gleiche Wohnheim, werden aber unterschiedliche Sachen machen und ich werde die Sims, also bis auf mich und vielleicht ab und zu mal Dana, nicht selber steuern. Also ich werde höchstens, wenn die mal irgendwie daran denken, selber schwanger zu werden oder so, dann werde ich da natürlich einlenken, weil das passt nicht zu meiner Story, die ich vorhabe. Falls ihr mich fragen wollt, woher ich meine ganzen Downloads hier habe, also ich habe hier, wie gesagt, Downloads drin, das packe ich alles in die Videobeschreibung, weil ich kann nicht sagen. Also, Kleider habe ich von Liliana Sims 2. Die Apple-Sachen habe ich, ich glaube, von Matt Sims und von The Sims Resource. Auch eine sehr tolle Seite, wo man den ganzen Custom-Content, ja, das nennt sich hier auch Custom-Content, und die Fotos habe ich von Fresh Price, also das Price spricht man eigentlich gar nicht mehr mit. Zumindest auf der Website steht das nicht so. Fresh Kreation. Da habe ich die ganzen Wagen her, glaube ich. Und jedenfalls, ich poste oder ich schreibe in die Videobeschreibung die ganzen Download-Seiten, dann könnt ihr auch euch da die Sachen runterladen. Ich habe wirklich sehr viel Kleidung zumindest installiert. Also meines Erachtens ist es erstmal viel. Vielleicht habt ihr mehr in eurem Spiel, ich weiß es nicht.
Ja. Ding auf, okay. Ja. Also es gibt hier 6 Nachbarschaften zur Auswahl. Belladonna Bucht, Desideratatal. Mann, das sollte eigentlich besser rüberkommen. Auenhausen. Schönsichtigen, merkwürdig Hausen. Ich glaube, wenn wir da wohnen würden, würden wir merkwürdig werden. Und Verona will. Zu jeder Stadt gibt es auch noch eine Nachbarschaftsgeschichte. Und dann kann man auch noch seine eigene Nachbarschaft erstellen. Was ich mir überlegt habe, vielleicht in Zusammenarbeit mit euch, die Sims 2 haben oder generell an solchen Bausachen interessiert sind, da würde ich halt gerne eine Stadt, also eine eigene Stadt erstellen, eine Community-Stadt und ja, das habe ich vor. Was ist das hier? Eine Spielchen. Die Grundlagen, Teil 1. Hast du die Sims noch nie gespielt? Kennst du dich mit dem Spiel vertraut machen? Kannst du dich mit dem Spiel vertraut machen? In Teil 1 kannst du einem freundlichen Kerl namens Joe Befehle erteilen. Außerdem wird Joe dir erklären, wie man seine Grundbedürfnisse zufriedenstellt. Also, das hier möchte ich nicht vorlesen. Nein, wir sollen uns das Tutorial angucken. Ich weiß, wie man Sims 2 oder generell Sims spielt. Ja. Also ich habe mir vorgenommen, in Belladonna Bucht zu spielen, weil diese Stadt ist mit die Sims 2 Apartmentleben gekommen. Und die Apartments, die hauen einen wirklich vom Hocker. Also die gefallen mir echt. Und da habe ich gedacht, ja, spielen wir da. Von nah und fern strömen die Sims in die wunderschöne Belladonna Bucht. Einige sind auf der Suche nach einem ruhigen Fleckchen Erde, auf dem sie sich niederlassen können. Andere suchen das quirlige Stadtleben und ein paar wenige wurden von Gerüchten über mysteriöse Energien angezogen. Werden sie alle ihr Leben meistern können? Ja, ob sie ihr Leben meistern können, weiß ich nicht. Ob wir unser Leben meistern können, weiß ich auch nicht. Oder ob es nicht in ein Chaos verfällt. Ja, spielen. Ja, in die Sims 2, oder generell zu die Sims 2. Sims 2 ist 2004 erschienen und fast 7 Erweiterungspacks, meiner Meinung nach. Ich gucke das nochmal nach in den späteren Cards. Electronic Arts zuvor alle Erweiterungspacks installiert bekommen. La Fiesta hat die Anlehnung an Merkwürdighausen und wenn wir da hingehen, sind wir eindeutig merkwürdig. Akademie Luftruhen. Ja. Oder staatliches Und dann in
wie der Campus, die anderen, die Akademie, die Schule, am besten gefällt und wählen die auch. Die Akademie der Schule ist stolz auf ihre jungen Mischung aus Tradition und neuen Ideen. Sie besitzen ein großes Campusgelände und ausschließlich der berühmte Professor. Was will man mehr? Dem Thema wird es nicht sein. Dann gehen wir mal aufs Campus-Gelände. So. Das lassen wir auch in kurz laden. Und dann noch ein Cut zwischen der Erstellung. Oh. Akademie Litzur ist eine weltbekannte Bildungsinstitution, die stolz auf ihr Bildungserbe das klassische Campus-Design und die erfolgreichen Absolventen ist. Sims reißen sich darum, in Litzur angenommen zu werden, da sie ganz genau wissen, dass ein Litzur-Abschluss Gold wert ist. Werden die neuen Studenten es schaffen, Anforderungen gerecht zu werden? Ich habe keine Ahnung. Die Leila ist so schnell wie möglich in ihr eigenes Haus gezogen, um alleine in Ruhe und Frieden leben zu können. Denn wer hat schon Lust, sich mit lästigen Bewohnern umzuschlagen? Ich! Kann ich nie lesen? Oder? Ich will das sehen. Ich lese. Was ist noch schlimmer als ein dämlicher oder richtig, ein dämlicher Bruder aus. Oh Leute, das kann ich nie lesen. Dämlicher Bruder, der an die gleiche Schule geht und noch dazu im gleichen Haus lebt. Wenn Roxy und Edwin es schaffen, ein paar Regeln aufzustellen, friedlich zusammenzuleben, oder muss sich Roxy zwischen ihrem Freund und ihrem Bruder entscheiden, um den Frieden zu wahren? Michi und Max haben sich am ersten Schultag kennengelernt und sich sofort angefreundet. Sie sind aus dem Wohnheim ausgezogen und leben in einer eigenen Wohnung. Doch was wird die Zukunft bringen? Keine Ahnung. Also die Geschichte der Sims, die hier auf dem Campus leben, interessiert mich zwar auch, aber ja, ich will halt meine eigene Geschichte haben. Und ja, also ich werde vorerst auch in ein Wohnheim ziehen, die aber später dann irgendwie ein Haus selber bauen oder oder in ein vorgefertigtes Ziel, was ich wahrscheinlich runterladen werde. Ich kann nicht so gut Häuser bauen wie ihr wisst. Vielleicht lasse meine Schwester was bauen. Studenten erstellen, hätten wir jetzt auch schon ein paar vorgefertigte, aber wir wollen ja unsere eigenen Studenten.
Haushaltsnamen eingeben. Opa. Oder nee, genau, ich erstelle Dana nochmal extra, also ich erstelle sie jetzt nicht direkt mit. Das bin aber nicht ich. Also so sehe ich auf gar keinen Fall aus. Familienname. Dann erstelle ich mir einfach einen Mitbewohner und eine Mitbewohnerin. Mal gucken. Ich wähle gerne die vorgefertigten Sims. Also der aus. Mal durchforsten. Ist der noch weiter? Der ist freundlich. Zwei, also ich würde dann hier auch das Gesicht auswählen. Wobei das Gesicht, das gefällt mir eigentlich. Haare. Haare. Was sind denn für Haare? Kamerasteuerung nicht, das ist halt keine Maus, wenn man wieder zur Bahn geschlossen und deshalb muss ich nicht mit dem Tablet spielen. Das kommt auch nicht an meiner Haarfarbe. Ich bin momentan, ich bin zwar auch blond, aber sicher gesetzlich. Ich brauche ein paar Augen. Und das waren jetzt Männlein. Das war bald geil. Auch Männeraugen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann es also weiter. Ich finde die Leute wieder Make-up. Was ist der Scheiß? Oder Lippenstift? Nein. Ja. Was ist das bemalt? Schmuck. Schmuck aus dem Ohrring. Ey, lieber. Im Blick auf welcher Seite habe ich den denn? Links. Ist das nicht spiegelverkehrt? Ist da rechts? Nee, da müsste links sein. Egal. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das kann man ja auch noch ändern. Outfit fürs Leben. Nee, du brauchst nur am dieses Schmuck. Gleich mal eine Brille. Eine Nerdenbrille. Ich hätte mir eine. Ja. Und nee.
oder? Ich lass die erstmal, dann guck ich nochmal im Internet, ob ich da noch andere finde. Ein Bart. Oho, Leute. Nein. Leute, so einen leichten Retard gemacht. Also. Boah, ich bin meinem schon ganz nah. Überhaupt ein Bart. Yeah. Auch das hätte er ein. Egal, ich lasse das so. Jetzt kann ja mal zwischendurch dein Bart wachsen oder so. Ich möchte gerne ein komplett Outfit haben. Und zwar habe ich mir da auch schon was ausgesucht. Ich kann nie genau sehen, von welchem weiteren Effekt das ist. Irgendwie. Das Hemd ist schön. Aber das passt nicht. Das sind exotische Farben. Die in einem Wagen.
schöner sind. Daran sollte es nicht fett sein. So. Also mit Niklas waren wir schon mal fertig. Ja. Also ich hoffe, der erste Part, auch wenn es jetzt nur erstellen war, hat euch gefallen. Und im nächsten Part werden wir dann einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin von Niklas erstellen, die mit ihm ins Studentenwohnheim zieht. Und ja. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao Leute!